Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Die Pflanzen an der Seite sind weg und wir haben noch eine zweite Kameraperspektive und in der seht ihr es auch schon. Hier ist ein tolles Paket, denn ich habe mir mal wieder eine neue Kamera gekauft, wobei mal wieder passt gar nicht so, eine hatte ich noch nie, denn die Kameras, die mich jetzt filmen, sind einmal meine Videokamera, zu der es schon unzählige Videos hier auf diesem Kanal gibt. Und leider noch mein Handy, das wird sich aber hoffentlich bald ändern, denn dafür ist diese Kamera da. Ihr seht es schon, hier ist das die Lumix FZ1000 Mark II. Die ist mittlerweile schon ungefähr 3 Jahre alt, aber ich sag mal so, ich mache Videos zu Sachen, wenn ich sie mir hole, denn dann sind sie für mich ja relevant und ich wollte mal eine Kamera, um anständig Fotos zu machen und auch eine zweite anständige Kamera für eine zweite Perspektive, so zum Beispiel so eine Art oben drüber Perspektive. Ich winke hier mal ein bisschen rein, so wie es jetzt mein Handy so halb hinkriegt. Und ich habe auch schon hier eine Schere bereitgelegt, falls wir die noch brauchen. Ich weiß es aber ehrlich gesagt nicht, denn die große Umverpackung, den Karton, in dem sie geliefert wurde, den habe ich schon abgemacht. Dafür brauchte ich natürlich die Schere, was auch mir neu war, bei Amazon bestellt. Also ja, ist gut, aber ich hätte sie lieber beim Händler das Vertrauen bestellt, aber die ist im Moment echt schlecht verfügbar, die Kamera. Man muss bei teuren Bestellungen immer so einen Code jetzt sagen, wenn man die Kamera annimmt. Interessant, aber nicht schlecht. Und ich würde sagen, anscheinend brauchen wir hier gar keine Folie und kriegen es einfach so auf. Ja, das Paket war ganz schön schwer. Ich weiß gar nicht, ich dachte, die Kamera wäre gar nicht so schwer. Also mein Camcorder hat sich leichter angefühlt. Aber gut, der kam auch in einer großen Kiste. Aber die Anleitungen sind ähnlich. Hier 5 Kilometer Zeugs hier. Hier auch noch alles, Bedienungsanleitung, wahrscheinlich auch irgendwas mit Garantie, Francais, Deklaration, de Conformité, nee, das brauchen wir jetzt alles nicht. Hier auch noch was, und was haben wir hier? Box contains, immer Französisch, Englisch und noch irgendwas anderes. Digital Camera Unit, Batterie, Netzstecker, Linsenabdeckung, so, Gegenlichtbrände, dann noch irgendwas, was ich nicht weiß, dann Britschuh-Cover, USB-Kabel und Schultertaschen-Dings da und noch das ganze Papierzeug. Und wie man das ja immer so schön macht, gehen wir als erstes an die Seite und sehen hier eine schöne Gegenlichtbrände. Ich halte sie mal hier oben in die Kamera, aber ich kann sie natürlich auch hier unten reinhalten. Natürlich in Plastik, wie sollte es anders sein? Aber sie ist natürlich auch aus Plastik, den Müll mal hier zur Seite, wo ihr nicht sehen könnt. Ja, normale Gegenlichtbrände halt. Ja, alles klar. Die lege ich mal hier auf diese Seite, wenn der Karton sie doch nicht verdeckt. Hier haben wir den Tragegurt. Oh, made in Bangladesch, das finde ich nicht so toll. Aber was soll man auch erwarten? Die anderen machen es wahrscheinlich nicht besser. Also da ist ja dann teilweise doch schon Made in China so irgendwie so ein Qualitätssiegel, weil auch da die Leute ausgebeutet werden, aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie in Bangladesch. Und jetzt fangen sie an, in Afrika irgendwo zu produzieren, da ist ja noch schlimmer. Ja, aber das Band fühlt sich eigentlich ganz gut an. Hier ist ziemlich groß, aber naja, also was heißt noch? Ich hatte noch nie so eine Kamera. Natürlich dementsprechend fühlt sich aber erstmal ganz gut an. Auch hier den Plastikmüll tun wir einmal zur Seite. Und ich glaube, bevor wir an den Rest kommen, ah ne, hier an der Seite haben wir noch, was haben wir da? Den altbekannten Panasonic Netzstecker, obwohl, der sieht mir aber ein bisschen größer aus. Ja, der ist auch größer, was haben wir? Ja, ja, 9 Watt soll das sein. Ja, ich glaube, der andere hat nur 5 Watt. Aber auch den kann ich euch hier unten nochmal in die Kamera zeigen. Ja, nichts Besonderes, USB-A. Was mich auch ein bisschen noch vom Kauf überlegen lassen hat, ist, dass die Kamera Micro-USB hat, aber viel mit USB-C gibt es da nicht und gerade nicht das, was ich wollte. Auch den legen wir mal hier rüber. Dann als nächstes kommt der Akku. Auch den machen wir mal auf. Immer anderes Klebeband. Interessant. Deutlich größer als der von meiner Kompaktkamera. Logischerweise auch. Wie ist der Name? BMW BLC. Die 12 ist, glaube ich, anscheinend, die anderen waren immer 13, aber der hat 8,7 Wattstunden, interessant. Ja, aber auch den legen wir mal zur Seite und das Papier, das Plastik auch wieder. Dann haben wir hier noch mehr Zubehör und wieder mit dem Standard Tesa-Klebeband jetzt, irgendwie so. Kabel,
nicht mehr irgendwas Altes von Panasonic, jetzt immerhin ein einheitlicher Standard-Micro-USB, auch wenn das nicht das Wahre ist. Hier, ja, komm, wenn ich das am Kabel abkriege, kann ich es abmachen. Ja, nichts Besonderes, einfach ein Micro-USB-Kabel. Legen wir zur Seite. Und dann haben wir hier noch den Linsen-Cover-Schutz-Gedöns-Dings da. Bei meinem großen Camcorder ist das ja in der Gegenlichtblende mit drin, da kann man die zumachen. Ja, hier stellen wir mal drauf 62 mm, da kann man auch dann Filter drauf machen und so. Legen wir auch mal hier zur Seite, ich weiß gar nicht, ob es hier auch in die Gegenlichtblende geht. Und hier noch standardmäßig so ein kleiner Trageriemen für Hand so, aber ich muss sagen, ich kann es euch gleich nochmal zeigen, die von den Kompaktkameras, die jetzt auch schon wieder 8 oder 7 Jahre alt sind, sind schön dick und fühlen sich besser an. Also da hätte ich bei der Kamera mehr erwartet. Aber man hat auch noch dieses große Band. Also und zur Not nehme ich von der Kompaktkamera noch den. Also alles nichts Wildes. Die Seite ist frei. Der Müll kann weg. Dann lüften wir endlich das Geheimnis hier. Die Aufnahme geht eh schon wieder viel zu lange. Ne, mehr haben wir auch hier nicht drin. Dann können wir auch den Karton schon zur Seite stellen. Ich stelle ihn mal auf den Boden hier. Hier in einem Stoff-Papier-Plastik-Mix-Gedöns haben wir sie, die Gumex FZ1002. Und ich muss schon sagen, ja, fühlt sich gut an. Liegt auf jeden Fall hier schon mal gut in der Hand. Aber gut, ich bin da noch kein Experte. Ich hatte so eine Kamera mit dem Formfaktor nicht. Aber komm, ich muss euch jetzt mal meine alte Kompaktkamera hier als Größenvergleich herholen, sonst macht das hier alles keinen Sinn hier. In der Kameraperspektive von oben seht ihr jetzt, die Kompaktkamera ist wirklich deutlich kleiner. Und hier meine ich, diese Handschuhe auf die 50er ist viel besser als das dünne Zeug. Ich glaube, das werde ich nie benutzen. Aber wahrscheinlich nehme ich dann das große Band hier an der Seite. Ich schiebe es euch nochmal so ein bisschen ins Bild. Ja, natürlich gar kein Vergleich. Ja, Gewicht ist auch, ich glaube, angemessen. Kann man gut so in der Hand halten. Also auch mit einer Hand. Aber ich werde mich sicherlich dran gewöhnen. Hier, das Display ist interessant. Hier ist so ein kleiner Mechanismus, dass das da einhakt, ist gut. Ich meine, bei der Kamera ist das ja einfach so ein Display zum Hochklappen, das hält auch so einigermaßen. Gut, bei Camcorder, die Display muss ich ja nichts von erzählen, einfach rausklappen und dann in alle möglichen Richtungen drehbar. Aber ich würde sagen, wir schauen uns die Kamera jetzt erstmal noch an. Erstmal von unten hier natürlich Stativgewinde, aber das... Da muss ich sagen, das hat mich an der kleinen Kamera immer schon gestört, wie dicht das am Akkufach ist. Wenn ich da die Schnellwechselblätter drauf habe, kriegt man das Akkufach und Speicherkartenfach nie auf. Hier haben wir es. Den Akku können wir eigentlich schon mal reintun. Speicherkarten muss ich mal gucken. Ich habe ja einige, aber je nachdem, wie es mit RAW-Bild dann aussieht, brauche ich da vielleicht noch ein paar. Ja, von vorne sieht auch ganz schön aus. Dann hier auf dieser einen Seite haben wir nur einen 3,5 mm Klinkeanschluss für Mikrofone. Kopfhörerausgang hat die Kamera leider nicht. Das hat nur die FZ2000, glaube ich, bei den Bridge-Kameras von Panasonic. Aber gut, das ist natürlich auch jetzt eine Hybridkamera und nicht speziell für Filmer wie jetzt so ein teurer Camcorder. Auf der anderen Seite unter einer etwas größeren Abdeckung, 2,5 mm Remote-Anschluss, Micro-HDMI und Micro-USB. Ich muss mir wahrscheinlich auch mal ein Micro-HDMI-Kabel kaufen, um zu gucken, ob diese Kamera clean HDMI-Output unterstützt, aber ich glaube schon. Hier oben ganz normal Bridge-Schuh-Adapter. Wie kriegt man diese? Einfach rausschieben, diesen Schutz. Komisch, hatte ich bei meiner großen Kamera jetzt gar nicht dabei und kannte ich auch noch nicht bei Kameras, die es jetzt hatten. Ja, gut, Objektiv testen wir gleich mal, wie weit das rausfahren kann, wenn wir die Kamera anschalten. Hier ist noch ein Sucher. Hat auf jeden Fall schöne große Auflagefläche. Und der Sensor, der es angeht, ist hier oben. Mal schauen, wie der funktioniert. Aber ich kann mal hier durchgucken. Ja, da kommt man gut dran. Ja, Nase kaum im Weg, würde ich sagen. Der Blitz hier oben, ich weiß noch nicht, wie man den ausfahren kann. Das wird sich auch gleich noch zeigen, je nachdem, wie lang das Video hier wird. Funktionstasten sind überall über die Kamera verteilt und das klassische Rad hat man hier auch leider nicht mit drehen, das fand ich ja ganz gut. Aber Touchscreen sollte es hier ja auch geben. Hier noch Tasten, Autofokusrad, hier Moduswahlrad, 4K-Serienbilder kann die Kamera auch. Fotomoduswahlrad so. Und hier ist der normale Moduswahlschalter auch deutlich größer, glaube ich, hier als an dieser kleinen Kompaktkamera. Und auch hier nochmal ein Wahlrad. Oh, es fühlt, oh,
fühlen sich sehr gut an. Und hier auch nochmal ein Wahlrad und hier die klassische Zoom-Wippe. Und hier vorne am Objektiv auch nochmal so einen richtig breiten Drehring, wie ich ihn auch am Camcorder bei mir habe. Wobei, da ist es ja tatsächlich so, dass ich zwei habe. Einer könnte so dick sein wie der und einer ein bisschen dünner. Ja, ich würde sagen, dann machen wir die Kamera doch kurz mal an und ich guck mal, ob wie wir den Blitz hier rauskriegen und wie das mit dem Touch-Display ausschaut. Alles andere detailliert gibt es dann im Review und noch in weiteren Videos, die zu dieser Kamera kommen werden. Jetzt muss ich noch den einen Ausschalter finden. Wo ist er denn? Ach. Ah. Ich bin ja vielleicht schlau. Hier dieses kleine Ding. Ich dachte, damit würde man einstellen, auf welchem Modus man ist. Aber das ist ja hier links, dieses weiße. In echt ist es das kleine Ding hier. So, an. Objektiv fährt so ein bisschen schon aus. Ja, Preset to Language können wir auch gerade mal machen. Akku nicht mehr ganz voll. Ja, machen wir Deutsch. Ja, Uhr. Ah, na komm, das stelle ich jetzt nicht noch ein. Komm, machen wir zurück. Ja, also Touchscreen scheint schon mal zu funktionieren. Wir gehen mal ins Menü. Ja, es ist das neuere Panasonic-Menü. Gut, was heißt neu? Neu ist es auch nicht mehr. Aber für mich noch neuer. Bei den anderen Panasonic-Kameras sah es mir hier noch ein bisschen anders aus. Wahrscheinlich könnt ihr es in der Aufnahme von oben jetzt noch nicht so gut sehen, aber wahrscheinlich werde ich da auch nochmal so einen Menü-Guide machen, wie ich es schon für meinen großen Camcorder gemacht habe. Aber was haben wir auch hier? Video, ja. Es sieht alles schon mal gut aus. Hier schön kann man den Fokus setzen, glaube ich schon mal. Auf welchem Fokusmodus bin ich eigentlich? Gehen wir mal in den manuellen Fokus. Und ja, Focus Peaking ist schon anders, gefällt mir sehr gut. Na gut, da kann ich jetzt natürlich jetzt nicht den Fokuspunkt auswählen. Damit werde ich mich aber später noch befassen. Der Display-Knopf ist ja auch, mit dem man umschalten kann, was man sieht. Ich weiß nicht, aber ja gut, so ein bisschen sieht man es in der Aufnahme dann doch. Oh, hier auch so ein schönes Schnelleinstellungsmenü. Ah, jetzt habe ich auf den Sucher umgeschaltet, das ist auch gut. Wahrscheinlich werde ich mir jetzt auf so eine Funktionstaste legen. Ich meine, bei der Lumix TZ61, die ich ja im Urlaub dabei hatte, war immer so ein Live-Viewfinder-Button hier oben auf der rechten Seite neben dem Viewfinder, aber der war auch sehr klein und hier links oben. Aber das ist auch kein Vergleich natürlich zu dieser Kamera. Aber dann schalten wir doch mal wieder hier um auf das normale Display. Hat sich auch gedreht. Wie dreht sich das dann mit? Dreht das sich schon mit, wenn man es nur so ein bisschen dreht? Oder wie macht es das? Ah ja, man muss es schon dann ganz, man muss es das ganz so im Selfie-Video. Ah, jetzt geht der Viewfinder-Ding da an. So haben, dass man es so gedreht haben kann. Wenn man es so minimal dreht, also so ein Stück, dann geht es in die andere Richtung. Was ich jetzt aber noch haben will, ich will diesen Sensor für den Sucher deaktivieren. Das will ich gerne über einfach eine einfache Taste haben. Aber an sich macht die Kamera schon mal einen guten Eindruck. Ich kann mal ein bisschen an euch hier ranzoomen und gucken, wie weit das Objektiv noch ausfällt. Und man sieht auch die Brennweite immer. Jetzt haben wir 400 mm, dann steht auch immer schön noch dabei. Ich kann es mal nah ranhalten. Wahrscheinlich wird das nicht fokussieren. 35 mm äquivalent da. Gut, dann macht das Sinn, da hat man einheitliche Angaben, was den Zoom angibt. 25 bis 400 steht hier auch nochmal ganz groß drauf. Ich hoffe für euch ist es jetzt nicht spiegelverkehrt. Aber ich will es euch nochmal sagen, ich muss das deaktivieren, auch wenn der Sensor ziemlich gut funktioniert. Wenn ich hier drüber gehe, in so einer Entfernung, ich zeige es euch mal schräg, dass ihr es sehen könnt, hier geht das Display schon aus. Das muss ich deaktivieren. Ich will den Knopf haben, da will ich drauf drücken, dass das umschalten geht. Ich hoffe, das geht. Mache ich Tutorial dazu, wenn man da irgendwas hacken muss oder so. Aber an sich, ja komm, ich muss jetzt mal irgendwo hier auf dem kleinen Schritt zwischen Rollladen zoomen, durch den Sucher gucken, dabei am besten noch, wie nah komme ich ran. Oh, wird beim Zoom auch schon ein Millimeter angezeigt. Autofokus hätte ich jetzt gerne. Oh, jetzt fokussiert er mir mein Fliegennetz. Oh, und diesen Piepton muss ich auch ausschalten. Der hat mich bei den anderen TZ Travel Zoom Kameras da auch immer so genervt. Aber ich würde sagen, machen wir die Kamera mit diesem sehr lauten Schalter doch einfach mal wieder aus. Stellen Sie hin und was ist mein erster Eindruck? Ja, auf jeden Fall etwas, was soll ich sagen, größer als ich gedacht habe. Also nicht unbedingt der Body jetzt, aber wie weit das Objektiv rausguckt. Das guckt ja hier zum Beispiel
bedecke eine Kamera im ausgeschalteten Zustand gar nicht raus. Aber ich glaube, das ist einfach eine Gewöhnungssache, die Größe und die Form und das auch das Gewicht. Weil die Kamera hat man ja auch eher mal mehr in der Hand als jetzt so ein Camcorder. Den hatte ich ja meistens hier auf dem Stativ oder auch, wenn ich unterwegs war, irgendwo auf dem Stativ irgendwo. Aber ja, befestigen wir noch, bevor wir uns hier, bevor ich mich verabschiede, nochmal das Zubehör hier dran. Also erstmal so kriegt man das hier so dran. Ja, kriegt man. Aber es sollte auch eigentlich gehen, ja, das ist Gewinde. Oh ja, sie haben auch an mich gedacht, oder vielleicht auch nicht. Bei meinem Camcorder ist hier so eine kleine Markierung, die ist hier auch. Ich suche sie aber gerade hier außen, wie rum ich das dran machen muss. Ja, ich bin da immer sehr begabt, ich weiß. Nee, also... Ist das? Nee, das... Das kann doch nicht richtig sein, das hält doch so gar nicht. Hör mal. Aber doch. Im Endeffekt muss ja sogar. Ja, also halten würde es auch, aber das sitzt doch nicht sicher. Ach, manchmal bin ich mit neuen Produkten etwas zu übervorsichtig. Natürlich muss es auch irgendwann einrasten. Ja, so rastet es ein, so sieht die Kamera aus, wenn alles zu ist. Aber gut, es macht dann auch Sinn, diese Gegenlichtbrille. Oh, geht ohne Verschluss ab. Hier habe ich bei meinem Camcorder, gut, seht ihr natürlich nicht. Habe ich da aber so eine Taste, obwohl hier brauche ich sie eigentlich nicht, die Gegenlichtblende. Wo geht's? Ja, auf der anderen. Also, ach, na komm, ich lasse es dran. Jedenfalls, erster Eindruck, etwas größer und schwerer als erwartet, gerade das Objektiv. Ich bin froh, dass ich es nicht gekauft habe mit Vollformat irgendwie, wo dann die Objektive noch 10-mal so groß und 10-mal so teuer sind. Und ich würde sagen, bevor ich jetzt mich nochmal denke, ich könnte aufhören, nee. Machen wir doch mal diesen tollen Gurt hier dran. Dürfte ja so gehen. Ich hoffe, ich mache die richtige Seite jetzt an die richtige Schlaufe dran und in die richtige Richtung. Natürlich von oben kommt das Ganze dran. Ich mache es jetzt mal so rum. Ja, sieht einigermaßen gut aus. Geht durch. Aber es geht doch wieder ab. Oder muss das? Ja, wahrscheinlich muss es oben nochmal durch. Ach komm. Ich lasse den ganzen Spaß jetzt mal ab. Ich werde mich am Wochenende mit der Kamera noch ein bisschen mehr beschäftigen. Heute, wenn ich das aufnehme, ist Freitag, Anfang September erst. Das Video kommt im Oktober und die anderen Videos auch noch in der Zeit. Also, falls ihr das nicht verpassen wollt, ihr könnt immer auf meinem Kanal schauen. Uploadplan, da ist immer alles geschrieben. Und mir auch gerne auf Instagram folgen. Da wird immer gepostet, wenn es ein neues Video gibt. Und für die, die jetzt noch dran sind, kann ich aber auch gleich mal sagen, In zwei Wochen am Freitag, Mitte Oktober ist das ja dann irgendwo so da in der Richtung, kommt ein Video, wo ich zum ersten Mal RAW-Bilder bearbeite. Die Kamera konnte kein RAW jetzt filmen und die TZ61 war jetzt von der Qualität her nicht so, dass ich gedacht hätte, na, da brauche ich jetzt unbedingt RAW-Bilder. Außerdem hatte ich sie im Urlaub dabei, da will man auch einfach mal ein Bild haben und das soll fertig sein. Aber bei der Kamera macht das dann doch vielleicht schon mal mehr Sinn, da die RAW-Funktion auch zu nutzen. Wie gesagt, das gibt es in 2 Wochen. In 4 Wochen gibt es dann das Review. Und dann in 6 Wochen dementsprechend gibt es noch ein Video mit meinem neuen Vlog-Setup, was ich euch aber jetzt auch, ich spoilere jetzt ganz viel. Die Kamera, wahrscheinlich werde ich sie so irgendwie halten. Also ich kann es mal, ich muss in der oberen Kamera zeigen hier. Mit der anderen Hand, so muss ich sie halten wahrscheinlich dann. So, ich hoffe, das sieht man nicht, sehe es nämlich jetzt nicht ganz. Und noch ein schönes Mikrofon oben drauf, das war ja hier mal das Problem. Auch wenn mir so eine kleine Kamera zum Vloggen schon echt gut gefällt, weil die eben doch so kompakt ist. Mikrofon. Ich habe hier so ein bisschen Schaumstoff als Windschutz drauf, aber es ist nicht das Wahre. Und deswegen kommt auch dafür diese Kamera zum Einsatz. Sie ist zwar größer und schwerer, aber man kann sie noch verwenden und nicht so wie so ein riesen Camcorder. Jetzt mal schauen, ob ich mir irgend noch so ein kleines Stativchen kaufe für da, aber vielleicht nehme ich auch einfach so ein kleines Stück von dem Elgato Master Flex Arm Dings da, was ich hier nicht in Einsatz habe. Vielleicht mache ich das da einfach dran. Ach nee, das geht ja gar nicht, weil da nur einmal dieser Stativaufsatz dabei ist. Naja, ich werde schauen und ihr werdet es in den nächsten Videos sehen.
Auf jeden Fall macht die Kamera auch verarbeitungstechnisch einen hochwertigen Eindruck. Hier wahrscheinlich ein bisschen mehr Kunsträder dürfte das sein, als es diese Kamera hier vorne hat, und auch ein bisschen griffiger. Gut, in den letzten 3,5 Jahren, in denen ich diese Kamera jetzt hatte, sind auch meine Hände noch ein bisschen gewachsen, aber so zum Reiten, das ist super. Da braucht man sich auch keine Angst haben. Gut, die Kamera kannst du auch mit einer Hand halten, weil sie auch kleiner ist, aber wenn so eine Kamera nur so ein Griffchen hätte, dann das wäre natürlich nichts. Aber ich sehe auch gerade, das Video ist schon wieder über 20 Minuten lang, aber das passiert halt, wenn man sich was so Tolles Neues kauft. Und ich sehe gerade, da draußen wird jetzt auch eine Markise reingekurbelt, das heißt, der Ton wird auch noch schlechter. Wie gesagt, wenn ihr die Videos nicht verpassen wollt, abonniert gerne diesen Kanal. Rechts und links von mir findet ihr jetzt noch weitere interessante Videos zum Thema Fotografie und Filmen und Kameras und allem Möglichen. Abonniert hier in der Mitte vor mir auch gerne den Kanal, wenn ihr die zukünftigen Videos nicht verpassen wollt. Ich glaube, das habe ich jetzt schon zum dritten Mal gesagt. Aber positive Bewertung und einen Kommentar, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, auch nicht vergessen. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen hier. Bis in 2 Wochen. Ciao.